DSDS sollte eigentlich mit der diesjährigen Jubiläumsstaffel zu Ende gehen. Jetzt sorgt Dieter Bohlen für eine Überraschung. Dieter Bohlen verkündete bei der DSDS-Live-Show am 1. April. Es gab in den letzten Monaten noch eine Frage, wie es weitergeht. Seit Jahren lese ich, mit Bohlen geht es zu Ende. Jetzt ist die Frage, was passiert mit DSDS? Es gibt eine 21. Staffel. User fragen sich, ob die Verkündung echt ist oder ob es sich um einen April-Scherz handeln könnte. Tatsächlich sagt der Pop-Titan die Wahrheit. Inga Leschek, die neue Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL Plus, machte es bei RTL offiziell. Gemeinsam mit meinem Team bin ich angetreten, um unsere Zuschauerinnen mit unseren Programmen zu begeistern. Mit der 20. Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist das bereits sehr erfolgreich gelungen. Sowohl bei RTL als auch auf RTL Plus lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Es folgt die nächste Überraschung, die Altersbegrenzung für die Castings soll runtergesetzt werden. Ab 2024 können alle ab 16 Jahren teilnehmen. Wir hatten immer diese Altersbegrenzung, die fällt jetzt weg. Ihr könnt euch ab sofort alle bewerben. Nicht jünger als 16, aber alles von 16 bis scheintot, erzählt Dieter. Die News über eine weitere Staffel sorgt unter den Fans für gemischte Gefühle. DSDS macht weiter, warum? Weil man sonst keine Kandidaten für das Dschungelcamp zusammenbekommt, schreibt ein User bei Twitter. Doch die Begeisterung über eine 21. DSDS-Staffel überwiegt. DSDS geht weiter, juhu, freut sich ein Fan.